besser nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotows mit. Hey Lorna, gib dem Neuen ein paar. Willkommen bei Widerstand. Hebe die Zutaten auf und erstelle einen Molotow. Okay, und jetzt füge alles zusammen. Öffne das Waffenrad mit L1 und erhalte erzeuger Molotow-Cocktail. Versuch einen zu machen. Versuch einen zu machen, das klingt so falsch. Kann ich noch einen bauen? Ja, also, gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Molotows eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Elmtree ist hier unten. Viel Glück da draußen. Ich muss erstmal. Alter, betrete die rote Zone von Elmtree. Ich bin ein wenig verwirrt. Das wird lustig. Das wird so sehr komplex, auch mit den Waffensystemen. Mit Brandgegenständen wie ein Molotow kannst du effektive Infanteriegruppen ausschalten. Ja, ich muss jetzt erstmal nochmal ganz in Ruhe. Okay, da kann ich mir jetzt anzeigen lassen, das Dings. Mache ich Taschenlampe. Hier wechsle ich dann aufs Waffenmenü. Alter, das wird so komplex. Ich weiß gar nicht, ob ich damit klarkommen werde. Das ist Treffersicherheit, Feuerrate, Munitionskapazität, Schaden. Okay. Reichweite. Huiuiui, Reichweite hat sie natürlich nicht. Wie sieht es denn generell aus mit... Wie wechsle ich denn... Nee, warte mal. Nein. Wie wechsle ich denn die Waffe vom Molotow auf eine Waffe wieder? Nein, das will ich gar nicht. Hallo? Das ist Springen. Ah, Dreieck. Okay, alles klar. Dann bin ich da schon mal auf der sicheren Seite. Ja, dann... Ich bin sehr gespannt. Das war jetzt ein bisschen too much information, muss ich sagen. Too much informations. Ja. Ich freue mich sehr auf das, was dazu... Oh, ja, zu uns kommt. Auf uns zukommt. Und du kannst zusätzliche Gesundheitskits kaufen. Schau dafür bei einem Waffenspind oder Masken. Was stand da? Bei Sydney Cooks, der Waffenspinden, kannst du neue Waffenausrüstung und Upgrades kaufen. Guter Tipp. Ich muss jetzt erstmal selber generell erstmal reinkommen, auch ins Spiel. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so komplex ist mit den Waffen. Ich meine, ich hatte da schon ein bisschen drüber gelesen, dass da halt so viele Funktionen sind, dass man halt eine normale Pistole, wie wir jetzt gesehen haben, auf eine MP machen kann. Ich denke mal, ein Maschinengewehr kann man wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht noch abändern, vielleicht auf einer Flinte oder wer weiß, der Geier was, auf einen Granatwerfer, keine Ahnung. Lass uns da mal überraschen. So, im Laden des Waffenschmiedes kannst du Waffen und Upgrades kaufen. Ganz tief drin. Triff dich mit Dana Moores Team. Warum habe ich jetzt keine Waffe ausgerüstet? Huch. Rote Zone, Elementary, Tunneleingang zum Unterschlupf. Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Okay. Wie war denn nochmal das Handy? Ich habe nämlich gerade eine Nachricht gekriegt. Da, von Parrish. Ich weiß, dass Dana nicht gerade einfach ist. Aber sie ist die Beste, die wir haben. Sie wird dir zeigen, wie man da draußen überlebt. Also, hör auf sie. Interessant. So, was haben wir hier? Jawoll. So, Ausrüstung. Waffen. Ah, hier kann man dann auch direkt Waffen kaufen. Ist ja interessant. Okay. So, was haben wir hier noch? Equipment. Ernährungsbombe. Oh, wie süß. Oh, cool. Ein ferngesteuertes Auto. Aufsätze. Ah, okay. Das kostet auch noch. Aha, zwei Beinen. Interessant, was da alles so gibt. Kleidung. Aha, verringert die... die Schrittlautstärke um 50%. Alter, was? Ist ja cool. Okay. Erhöht die Rucksackkapazität. Ist ja interessant, was es da alles gibt. Verbrauchsgegenstände. Aha, Chemikalien. Okay. Ausrüstung anpassen. Okay. Wertsachen verkaufen. Ich habe keine Wertsachen. Ich dachte, ich kann mir jetzt einfach hier mal so ein bisschen... Okay, das Spiel speichert. Ich dachte, ich könnte jetzt hier einfach mal... Ah, Munition ist aufgefüllt. Sehr schön. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach hier mir einfach mal so eine Raketenwerfer aus dem Schrank nehmen. Aber, ja, nehmen wir nicht so.
Schieß jetzt auf mich? Die gönnen zu uns, ne? Oder? Schön, dass du hier bist, Freund. Ah, ja. Okay. Ja, auf die Nordwichser. Was macht der hier? Du schlägst dich gut. Ja, Tagebucheintrag. So, KVA-Ankunft. Ich kam in die Vereinigten Staaten an Bord eines UN-Flugzeuges an. Ist ein kleiner Sieg über die Nords. Das nervt mich jetzt, dass die dazwischen quatscht. Deswegen werde ich mal irgendwo anders in die Ecke gehen. Ich werde mich mal hier hinstellen, weil da quatscht sie mir nicht dazwischen. Wo war denn das jetzt gewesen? Bei Tagebuch war das, ne? So, ich kam in die Vereinigten Staaten an Bord eines UN-Flugzeuges an, das in England startete und in Philadelphia landete. Wir trafen vor der Nachricht ein, dass der koreanische Premier TC eine Flotte an Unterstützungsschiffen in die USA entsandt hat. Sie werden in 5 Tagen eintreffen. Unsere Aufgabe ist es, den koreanischen Betrieb zu beobachten und der UN zu melden, wie der Übergang der Regierungsbehörde vonstatten geht. Ich hatte das Vergnügen, den Premier zu treffen und glaube fest daran, dass er die USA, die von den zerstörerischen Anführern vergangenen Tagen so zugerichtet wurden, mit voller Überzeugung neu aufbauen und zur alten Größe führen möchte. Die Bürger haben Angst vor fremden Führung in ihrem Land, aber sie verstehen nur allzu gut, dass dies nötig ist, wenn sie als Bürger einer Nation überleben wollen. Korea ist die reichste und fortschrittlichste Nation der Erde. Ich bin froh, dass sie anderen Nationen mit ihrem Einfluss helfen. Die KVR ist in Philadelphia eingetroffen. Die Schiffe haben die Westküste vor einem Monat erreicht. In dieser Zeit haben wir unzählige Berichte von Korrespondenten in anderen Städten hinsichtlich des Empfangs der Koreaner in Amerika erhalten. Die Situation scheint äußerst positiv zu sein. Das Erste, was die koreanische Regierung entlud, waren Lebensmittel und medizinische Hilfe. An der ganzen Westküste waren Jubelschreie zu hören, als Notfallkrankenhäuser und Gassenküchen aufgebaut wurden. Die Koreaner verschwendeten keine Zeit und Mittel und reisten bereits Richtung Osten durchs Land, um das Zentrum und die östlichen Städten zu erreichen. Die koreanischen Hilfsmitarbeiter verschwenden keine Zeit. Sie bauten alles auf, unter anderem Behelfungsunterkünften für alle, die während der gewaltsamen Zeiten ihr Zuhause verloren hatten. Beim Spaziergang durch die Straßen sehe ich nichts als freundliche Gesichter. Niemand wirft Flaschen oder Steine. Niemand greift die Koreaner an. Die Bürger sind einfach nur dankbar, ihre grundlegenden Bedürfnisse gedeckt zu haben, denn viele von ihnen hatten weder einen warmen Platz zum Schlafen noch 3 Mahlzeiten am Tag. Ganz schön krass, was hier los ist, muss ich sagen. Ganz schön heavy. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal. Ah, finde ich schön, dass es so Tagebüchereinträge auch gibt und so. Es macht Spaß. Finde ich echt cool. So. Ich denke mal, dass wir jetzt so langsam ins Spiel kommen. Okay, da war jetzt keins. Drücke 3, um die Waffe auszurüsten. Okay. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen. Um genauer zu zielen. Ah, ich muss die Luft anhalten. Sogar bei Kim und Korn. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, sehr lustig. Das wird sehr heiter. Ich freue mich sehr auf die ersten Schusswechsel, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wie hier das Shooter-System funktioniert. Wie sie sich spielt. Rote Zone von Elementary. Brady, hier drüben. Boah, wie geil das aussieht, Alter. Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Okay. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Okay. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Okay. Wo ist G-Man? Tagebucheintrag hinzugefügt. KVI, Drohnentechnologie. Ja. Versuch die... nicht zu sterben. Ja, okay. Die KVA. Alter, habt ihr was? Kann ich das... Okay, ja. Dana, in der Elm Tree Avenue, direkt kann ich das... Ich würde das gerne lesen.
Darf ich das? Wo sind die denn hin jetzt? Okay, die werden ja auf mich warten, denke ich mal, ne? Ich denke mir mal, dass jetzt nicht hier sofort die Action losgeht. So, die KVA besitzt eine vielseitige Drohnentechnologie. Dazu gehören zum Beispiel die Seeker, Duster und Wolverine. Alle Fahrzeuge nehmen kaum Schaden durch kleinkaliberiges Feuer. Es sei denn, man schießt auf ihre Treibstoffzelle, gelb, die sich hinter oder unterhalb der Fahrzeuge befinden. Ziele auf sie für maximale Effektivität. Bei einem Wolverine können außerdem die Ketten zerstört werden, wodurch er verlangsamt oder komplett zum Stehen gebracht wird. Seeker sind darauf spezialisiert, mögliche feindliche Ziele für die KVA zu identifizieren und zu markieren. Wenn ein Seeker den Spieler in einer roten Zone entdeckt, wird er versuchen, ein Luftschiff zu kontaktieren. Die Kommunikation dauert ein paar Sekunden. In dieser Zeit kann er zerstört werden, ohne das Lustschiff. Oh, das Lustschiff. Oh, das Lustschiff zu alarmieren. Wenn ein Lustschiff alarmiert ist, fliegt es zur Zielposition und scannt mit dem Suchscheinwerfer nach Feinden. Sollte es jemand finden, wird das Lustschiff die Position an die KVA-Bodentruppe weiterleiten, die dann das Ziel jagen werden. Das Lustschiff, das ist ein schöner Versprecher. Naja, egal. So, dann schauen wir mal. Ich denke mal, wir müssen hier runter, oder? Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Alter, wie geil das aussieht. Alter. Wo muss ich denn? Ich glaube, ich muss da hoch. Ja, ich bin schon unterwegs. Boah, Alter, das für die PS4-Version. Entschuldigt bitte, dass ich das... Hallo? Oh, hallo. Wie geil das Spiel aussieht, einfach. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Gut, warten wir mal. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Oh, was muss ich? Was muss ich denn machen? Ah, ich muss hier. Oh, oh. Ich glaube, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Wo sind die Fässer? Ich würde ja gerne auf die Fässer schießen. Es hat geklappt. Schnapp euch den Rest. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Hö, ich treffe den überhaupt nicht. Alter. Hö. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss. Hallo? Achtung! Noch eine Patrouille! Hö. Rückzug heißt wieder zurück. Ganz tief. Trifft dich mit Dana Moore. Okay. Spähen und blind schießen? Ah, okay. Hier kann ich spähen. Ah, wie cool. Oh, Alter, was ist denn? Okay, ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ich weiß gar nicht, ob die ja unsere Hilfe brauchen, weil das Ziel ist jetzt da. Scheiße. Fuck. Boah, das ist aber nicht einfach. Okay, vielleicht soll ich einfach weiterlaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal. Okay. Rote Zone von Elementary. Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Okay. Versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Okay. Supi. $500. Yeah! Hackjob. Neue Mission. Okay. In deinem Smartphone befindet sich eine Karte von Philadelphia. Mit ihr findest du dich durch die Zonen zurecht. Okay. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich... Ja, nicht ganz Open World, aber zumindest haben wir hier jetzt was zu tun. Ich würde mal eben ganz schnell... Ich weiß, es ist wieder nervig, kann ich mir denken. Aber ich muss ein bisschen die Empfindlichkeit erhöhen, so auf 70. Weil es mir doch ein bisschen... Oder mache ich... Ich mache 75. Und ich muss die Steuerungsbelegung mal gucken, wegen...
Wie ich mich heile. Gesundheitskits benutzen. Ah, nach unten. Digitales Digipad nach unten. Weil ich sehe gerade am linken Bildschirmrand, wir laden unsere Gesundheit nicht auf. Selber. Das heißt, wir müssen es selber machen. Motorradlager sind geheime Lagercontainer des Widerstands, mit denen man sich schnell Nachschub besorgen und verschwinden kann. Was? Motorradfahren? Ich? Warte mal. Ich heile mich mal eben. So. Und ein neues Gesundheitskit. Ah, Tagebuch. Warte mal. Da lag ein Tagebuch. So, Widerstand. Wiederherstellung der Ordnung. Die KVA hat im ganzen Land Unterstützungsstationen aufgebaut, was sehr beachtlich ist. Sie haben auch die Ordnung wiederhergestellt und versichern den Menschen Frieden und Stabilität. Die Aufstände... Was leuchtet denn da hinter mir gerade so rot? Werde ich erschossen? Nein. Ich werde gerade erschossen. Das ist natürlich super. Ja, hey, das ist natürlich klasse. Das ist natürlich super, dass ich jetzt gerade erschossen werde. Ach, man kann die Leichen durchsuchen. Das ist super. Ich werde gescannt. Oh, fuck. Ich sollte vielleicht hier verschwinden. Ganz schnell. Wo soll ich denn hin? Oh Gott, wo soll ich denn hin? Ich fahre überhaupt nicht richtig. War ich überhaupt richtig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte hier definitiv weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich werde so sterben, weil ich hier festhänge. Hallo Freunde, tschüss Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah, Geronimo! Hier spricht Parrish. Wie sieht's aus? Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ciao. Ja, das war's klar. Das war so klar. Ja, das war so klar. Kritisch verletzt. Das war so klar. Ich wollte doch nur das Tagebuch lesen, verdammt nochmal. Kann ich... Hat er das denn jetzt gespeichert beim Tagebuch?